Karrieren im Motorsport ohne großes Erbe oder reiche Familien? Es gibt sie. Und die Geschichten dazu gibt's hier. Nix geschenkt, der Podcast. Hallo und willkommen bei Nix geschenkt, dem Podcast. Sind Oldtimer immer teuer? Warum sind warme Garagen gar kein Vorteil? Was geschieht rund um Versteigerungen und was kommt auf uns zu mit Oldtimern in der Zukunft? Das und noch viel Staunenswertes mehr erzählt uns der renommierte Oldtimer-Experte, Vortragende und Buchautor Richard Kahn im zweiten und letzten Teil des Podcasts mit ihm. Ist zum Betrieb von historischen Fahrzeugen immer auch relativ großes Geld erforderlich? Nein, nein. Eine Werkstatt ist viel wichtiger als das Geld. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn er sich heute einen Oldtimer zulegen will, sucht er zuerst die Werkstatt und dann das Auto. Weil ein altes Auto hat naturgemäß einen Bedarf an Wartung, Ersatzteilen, an Pflege und sonstigem. Wenn du das selber machen kannst, wunderbar. Der Großteil der Menschen tut es aber nicht selber. Daher brauchst du eine Werkstatt. Und es gibt dann Autos, da hat man am besten zwei davon, weil einer steht immer in der Werkstatt. Ich glaube nicht, dass man viel Geld braucht. Man braucht eine gewisse Zuwendung, Liebe zu dem Ding, weil allein das Fahren eines alten Autos ist ganz anders als das Fahren eines modernen Autos. Du musst dich geistig um 50 Jahre, sagen wir, zurückversetzen. Wenn du bremst, kannst du bremsen. Und vor allem aber nicht gerade, sondern rechts oder links gehen. Wenn du einschlagst, passiert zuerst dabei gar nichts. Als Beispiel, dass die Dinger tröpfeln alle. Was ganz schwierig ist oft beim Typisieren, wo du dann hingehst und sagst, ich habe da ein Vorkriegsauto dumm und typisiert und der sagt, sie haben einen Öltropfen, schwerer Mangel, kommen nicht durch. Ganz schwierig. Und denen Leuten dann zu erklären, nur als Beispiel, der hat eine Stoffbuchse, sagt er, was ist das? Sag ich, das ist ein Schnirl und da tust du also eine Schrauben hindrehen und die ist ja gemacht von vor am Simmering. Also die Leute wissen nicht, dass es ein Leben vor dem Simmering auch gegeben hat. Jedenfalls ist das so, dass diese Dinge müssen tröpfeln, weil ansonsten werden sie trocken und dann werden sie spröde. Also der muss tröpfeln. Das muss aber jemandem erklären. Also du kannst heute auch um ganz kleines Geld einen Oldtimer fahren, ein paar tausend Euro. Oldtimer ist 30 Jahre alt. Opel Kadett, Ford Escort, alles. Zum Einsteigen würde ich sowieso einmal vorschlagen, sich ein billiges Auto zu holen, das noch ein Pickel hat und fährt, damit einmal so die Grundsubstanz da ist und dann einfach lernen, damit umzugehen, schauen, was die Frau sagt, weil das ist oft ein entschiedener Mangel in der Vorbereitung, dass man die Partnerinnen nicht einbezieht. Was wäre so ein Fahrzeug, ein prädestiniertes? Opel Kadett. Käfer, kriegen sie alles für diese Trümmer. Ford Escort, also es gibt Trabant bis vor kurzem, aber jetzt sind sie teuer geworden. Trabant unter 20.000 kriegst du keinen mehr. Es gibt genug, oder vor allem die großen Autos auch, die will ja keiner. Wenn sie heute kauft, man, ich weiß nicht, einen 30 Jahre alten Mercedes, der noch nicht wirklich Oldtimer ist, so ein Strich 8 oder sowas, kriegen sie fast nachgeschmissen. Also ich würde eher auf ein Modell gehen, wo man den Platz dafür hat, also im Freien stehen ist nicht gut, aber bitte keine geheizte Garage, dann wird er ganz kaputt, ganz schnell. Das unterschätzen die meisten Leute. Ja, ich habe eine warme Garage, sage ich, Gott, nur nicht. Ein Modell aber auch, wo man die Teile bekommt, die relativ einfach zum Reparieren sind, etc. Einfach einmal hier hineinzuschnuppern und bei irgendwelchen kleinen Veranstaltungen vielleicht mitzufahren, um zu lernen, wie dieses Werkel funktioniert und in welcher Umgebung man sich hier aufhält. Wenn es nichts wird, ist wenig Geld weg. Alternative ist dazu, man macht das aus rein ökonomischen Überlegungen zum Spekulieren, dann hat das halt so einen Effekt wie jede Spekulation auch. Es ist eine Wette, die man auch verlieren kann natürlich. Es verlieren mehr als gewinnen. Wie schwimmt im Casino, Doppel-Null, Null. Wie schaut es denn aus mit der Akzeptanz oder mit dem Ankommen in der Bevölkerung für historische Fahrzeuge? Steigt das noch? Wird das noch geschätzt? Und wie schaut es dann mit der Instandhaltung und Reparatur aus? Da gibt es inzwischen sogar Studien dazu, wie es ausschaut. Die Studien sind meines Erachtens ein bisschen zu positiv. Alte Autos haben nach wie vor eine sehr hohe Akzeptanz. Also wenn ich mit meinen Vorkriegsautos zum Beispiel durch die Stadt fahre, das mache ich im Sommer sehr oft, ich bringe mindestens 10 Leute zum Lächeln. Hauptsächlich Frauen. Ist ja nicht schlecht.
Das heißt, diese Autos, auch wenn sie stinken, auch wenn sie laut sind, haben eine sehr, sehr hohe Akzeptanz. Schwierig wird es natürlich dadurch, dass jedes 30 Jahre alte Auto zum Oldtimer werden kann. Und wir, also diese umgekehrte Pyramide, und jetzt haben wir ganz viele Autos, die eigentlich aus dem Stadtbild weg sollten, unserer Einstellung nach. Ja, wir haben Oldtimer ist gegen den Zeitgeist. Es ist nicht umweltfreundlich, keine Frage. Auf der anderen Seite muss man dem gegenübersetzen, wie viele fahren denn? Also es ist wirklich die zweite Stelle hinter der Null wahrscheinlich messbar. Allerdings, was ein großes Problem ist, es sterben uns die Leute weg. Die Leute, die eine Sammlung haben oder die, so wie ich, jetzt involviert waren in diesen doch sehr stark steigenden Markt die letzten 20 Jahre, die werden alt, verlieren vielleicht das Interesse oder sterben weg. Und deren Kinder haben ganz selten Interesse daran. Nicht nur, dass sie Platz brauchen, kosten sie Geld, du musst schraufen und es ist immer irgendwas hin. Oder die Batterie ist leer und das braucht ein Pickel oder was auch immer. Sehr viele von den jungen Leuten haben zwar viel Geld, dass sie dann, ich weiß nicht, in iPhones und Tablets oder sonstige Dinge stecken. Viele von ihnen haben keinen Führerschein mehr. So, das heißt, der Markt schrumpft. Ich würde es so vergleichen, dass der Markt im Oldtimer in Zukunft ähnlich ist, wie der Markt für Pferde in der vorigen Jahrhundertwende war. Pferde waren vorher ein Massentransportmittel. Man darf ja nicht vergessen, dass die Entwicklung des Autos auch deswegen so stark wurde, weil man immer gewusst hat, wo man mit dem Mist hingeht. In London ist es einfach zum Beispiel untergegangen vor lauter Pferdemist. Vor 130 Jahren sind die Fahrzeuge, die damals gezogen wurden von Pferden, ersetzt worden durch Motorkraft. Und die Pferde waren unnütz. Aber sie waren nie weg. Das heißt, es gibt auch heute einen Markt für Pferde, der viel kleiner ist, der einen etwas anderen Inhalt hat, nicht tägliches Transportmittel, sondern Sportobjekt, Lustobjekt, Sammlungsobjekt etc. Und ich glaube, dass die Oldtimer genauso in diese Richtung gehen. Sie werden nicht verschwinden, aber die breite Masse der Oldtimer, oft heißt das die Bread and Butter Line, also die zwischen, würde ich sagen, zwischen 500 und 50.000, klingt blöd, aber in dieser Klasse unterwegs sind, die werden uns wegbrechen, die werden sukzessive weniger werden. Die raren Fahrzeuge, die eine besondere Geschichte haben, Renngeschichte zum Beispiel haben, oder die sehr selten waren, oder die als Besitzer einen besonderen Eigentümer gehabt haben vorher, die werden meines Erachtens weiter steigen, weil es gibt so viel Geld im Markt wie noch nie. Wir drucken Geld, Federal Banken überall produzieren Geld, dem mir nichts entgegensteht. Vorher war es Gold wenigstens. Heute ist nur mehr der Glauben ans bunte Papierl da. Aber wir produzieren so viel Geld und das muss irgendwo hin. Das ist ja nicht so, dass es dann weg ist, sondern das kehrt dann anderen. Das ist dann im Markt und eben zum Beispiel auch in extrem teuren Fahrzeugen. Also ich glaube, dass die weiter steigen werden. Die Masse wird aber wegfallen. Und es werden in den nächsten, würde ich sagen, 5 bis 10 Jahren ganz, ganz viele Autos auf den Markt kommen, weil die Sammlungen auf den Markt kommen. Auch wertvolle Fahrzeuge. Auch wertvolle Fahrzeuge. Und die werden versteigert werden und die irgendwann werden alle, die so ein Auto haben wollen, ein Auto haben und dann wird in den Markt weiter der Druck entstehen, dass Autos reinkommen werden. Also ich würde sagen, wenn man heute in ein altes Auto investieren will, muss man besonders vorsichtig sein, noch viel mehr als vorher. Restaurator, auch hier fehlt uns der Nachwuchs natürlich. Es werden immer weniger Firmen, die sich damit beschäftigen. Es ist auch auf der einen Seite, es gibt kaum eine Ausbildung. Es gibt zwar in Deutschland sogar eine Fachhochschule für Oldtimer-Restauration. Bei uns gibt es das Berufsbild noch nicht. Bei den Sachverständigen habe ich massiv mitgeholfen, dass eine eigene Gruppe gemacht wurde. Also Oldtimer-Sachverständige und nicht nur Kfz-Sachverständige. Auch hier fehlt uns der Nachwuchs natürlich, weil immer weniger Leute das beurteilen können. Oder ich habe sehr lange auch geprüft, Sachverständige. Immer weniger Leute zur Prüfung antreten, die auch wirklich was verstehen davon. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Es wird also schwieriger werden, jemanden zu finden, der mein Auto entsprechend warten und instand halten kann oder restaurieren kann. Welche Fallen lauern jetzt auf Menschen ohne großen Sachverstand, ohne Fachverstand, wenn sie sich mit historischen Autos eindecken möchten? Ich würde sagen, die Fallen, die immer dann lauern, wenn du dich mit etwas beschäftigst, wovon du nichts verstehst. Die Leute, die in diesem Markt sind und
Dinge verkaufen, haben in der Regel viel mehr Ahnung als die anderen. Tun Sie es nur vergleichen mit einer Antiquität. Und wenn Sie halt zu einem Silberhändler gehen und ich weiß nicht, zur Firma Steiner in der Sachsstraße hier gehen, dann können Sie davon ausgehen, dass der absolut ehrlich ist und Ihnen absolut korrekt sagt, das ist Silber, so und so viel Prozent, Bunzen etc. und das nicht. Aber es gibt ja nicht nur lauter Ehrliche, es soll auch andere geben. Und dann gehen Sie zu jemandem anderen hin und der versteht viel mehr als Sie und der macht dann einen X für ein U vor und Sie wollen das kaufen, aber eigentlich ist es nicht wirklich das, was es vorgibt zu sein. Ganz, ganz gefährlich sind Versteigerungen. Versteigerungen, die meines Erachtens irrtümlich oder fälschlicherweise immer wieder herangezogen werden als, das ist ja der Markt. Weil dort wird ja durch die Versteigerung ein Limit festgesetzt, das halt nicht überschritten wird. Und das ist der Maximalpreis für dieses Objekt. Meines Erachtens grundfalsch. So ein bisschen flapsig, die Damen hören hoffentlich weg, nur Männer mit offenen Hosentierteln können nicht mehr denken. Und genauso ist es bei den Oldtimern. Wenn du heute zu einer Versteigerung gehst und dort geht jemand hin mit seinen Freunden, mit seiner Umgebung und sie haben sich das Auto dort angeschaut und das ist so viel super, dann geht's einfach mit uns durch und vor allem der soziale Druck ist sehr groß. Und, muss man auch dazu sagen, Versteigerungshäuser haben eine goldene Hand, Autos zu präsentieren. Ich erinnere mich an die Sammlung Rittergarage. Ritter, der Kalle Ritter, ein großartiger Sammler in Steins, hat wunderbare Autos gehabt und wollte sich von denen trennen. Ich kannte die Autos vorher und habe dann gesehen, wie sie aufbereitet wurden. Innerhalb von 3 Stunden ich als Auto nicht wiedererkannt. Also man kann hier mit, ich hätte bald gesagt, Damen wissen vielleicht, wie das geht. Wir Männer tun uns da etwas schwerer, aber wir können hier die Vorteile betonen und die Nachteile vielleicht kaschieren. Sie sind optimiert, wollen wir so sagen. Es wäre sicher ganz gut, sich die Zähne anzuschauen, aber bei alten Autos ist das oft schwierig. Daher kann ich wirklich nur raten, nehmen Sie sich jemanden mit, wenn Sie ein Auto ersteigern wollen, der kein Interesse hat an dem Auto, kein Interesse an der Vorhaut und an dem schönen Leder, sondern der nur das Interesse hat, Ihnen den besten Rat zu geben, den er Ihnen objektiv geben kann. Und auch das ist natürlich, man ist natürlich gerne gefällig, wenn man da mitgenommen wird. Die Gefahr ist groß und auch, dass es oft sehr schwer ist, in einer kurzen Zeit etwas zu beurteilen, das du anschaust, weil ich kann bei vielen Dingen nicht drunter hineinschauen. Und selbst wenn du es weißt, ich selbst stehe auch oft davor, dass ich sage, ist das jetzt gut oder schlecht? Und ich muss 2-3 Mal hingehen oder herumgehen, um dann irgendwelche Dinge zu sehen. Es ist einfach zu viel, dass du auf einmal sehen musst. Also es kann bei einem alten Auto sehr, sehr viel versteckt werden. Nicht umsonst gibt es sehr, sehr viele Klagen international bei Nachversteigerungen, wo die Autos eben nicht ganz das erfüllen, was die Erwartungshaltung war. Wenn Sie einen Ferrari hernehmen, der einen ovalen Rahmen hat und dieses Auto stand länger in einer feuchten Umgebung, dann müssten Sie, um die Substanz des Fahrzeuges zu beurteilen, müssen Sie es anbohren. Oder Sie müssen im Endoskop reinkommen, jetzt ist das aber vor und hinten zu. So, das heißt, Sie können es gar nicht. Sie müssten dann sagen, ich weiß nicht, die Schichtstärke damals war 1,9 mm bei dem Rahmen und ich habe jetzt nochmal 0,8, das wird wach. Sie haben keine Chance. Also auch das sind die Grenzen der Beurteilung und nicht nur der Sachverständigen, sondern auch von jedem, der etwas davon versteht. Die Erfahrung zeigt natürlich auch, wo eingespart wird. Und das sind dann Indizien, wo du sagst, wenn das so ist, da, dann wird es dort wahrscheinlich auch so sein. Aber ein Fernurteil ist wie eine Ferndiagnose. Dr. Google, wenn das Schlimme ist, wenn die Leute halt zum Arzt gehen, wissen schon genau, was sie haben und sagen, na, der Google sagt das sowieso. Ähnliches ist es beim alten Auto, weil sie fast alles nachlesen können dabei. Aber das individuelle Automobil zu beurteilen, ist eine aufwendige Geschichte und das kannst du mit einem Kurzgutachten gar nicht machen. Welche Herausforderungen sehen Sie für die Zukunft für Fahrzeuge, die jetzt 2022 schon historisch sind? Wir haben ja schon kurz über die Werkstattsituation gesprochen. Gibt es da noch zusätzliche Herausforderungen, die Sie sehen? Es sind viel zu viele. Also die Masse ist in jedem Fall ein Problem. Und bei dieser Gesetzgebung, die wir haben, dass nach 30 Jahren ein altes Auto Anspruch darauf hat, wenn es bestimmte Voraussetzungen erfüllt, ein Oldtimer zu sein,
ist meines Erachtens eine falsche Entscheidung. Hier gehört wahrscheinlich eine Baujahrgrenze eingezogen. Wahrscheinlich hätte man schon längst machen sollen, zu sagen, was weiß ich, Baujahr 1972 oder was auch immer. Wahrscheinlich mit einem besonderen, signifikanten Schritt der Automobilentwicklung. Entweder die Elektronik oder Kunststoffe oder was auch immer. Aber das ist nicht. Also ich glaube, die schiere Menge wird den Markt umbringen. Was haben wir noch für Herausforderungen? Es ist gegen den Zeitgeist. Es passt einfach nicht mehr in diese Zeit. Und wir werden in einem geschützten Bereich sie früher oder später noch bewegen können. Aber es wird stigmatisiert werden in der Öffentlichkeit, wenn wir mit dem Finger auf dich zeigen. Der Grüngedanke lässt sich schwer rechtfertigen. Allerdings, und das ist meine Hoffnung, das wäre der grüne Treibstoff. Wenn man also sagt, ich habe ein E-Fuel und ich bin massiver Verfechter der E-Fuel-Konstruktion, denn überlegen Sie mal nur, diese zig Millionen Autos oder Milliarden Autos, die wir haben, wie viel auch immer, wann die in Europa nicht mehr fahren dürfen, dann fahren sie in Afrika. Aber wahrscheinlich haben die anderes Klima als wir, da ist es wurscht. Das geht nicht. Abgesehen davon, dass die Elektrifizierung meines Erachtens, so wie sie heute propagiert wird, ein Riesenschmarrn ist. Geht nicht. Überlegen Sie mal im urbanen Bereich, Sie können die Autos gar nicht mehr laden zeitgleich. Es geht nicht. Wir schaffen den Strom nicht dabei. Der Strom wird viel teurer werden, als es ist, weil die Konkurrenz zwischen Heizen, Kochen, Geschirrspüler und Auto sein wird. Wir bringen den Strom zum benötigten Zeitpunkt nicht an die Autos. Wir bringen es nicht hin. Daher ist meines Erachtens die einzige Zukunft, heißt Wasserstoff dabei. Man müsste viel mehr Geld in die Wasserstoffforschung stecken und nicht in Elektrifizierung. Wahrscheinlich sind die Lobbys einfach so stark. Warum auch immer. E-Fuel ist meines Erachtens eine der Antworten in Zukunft, so diese Autos zu bewegen und auch natürlich die alten, also die Oldtimer. Es gibt inzwischen schon einige Versuche, die gefahren werden, die sehr erfolgversprechend sind. Also mit relativ kleinen Umbauten wird man die Oldtimer fast alle fahren können. Wir dürfen nicht vergessen, die alten Autos sind ja mit viel schlechteren Sprit gefahren als wir heute. Dass du heute von 98 Rotz oder 100, der kein Mensch kennt, das mit 83 und 85 fahren. Also sie kennen eigentlich mit fast jedem Treibstoff bei einem alten Auto fahren. Also das geht. Und vor allem, wir haben ja eine unheimliche Ressource von Energie in Gegenden, die ihn nicht brauchen. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir können, egal ob das in Patagonien ist oder in der Sahara oder in jeder Wüste, können wir theoretisch Wasserstoff, wenn wir Wasser dort haben, können wir Wasserstoff herstellen elektrisch. Und den Wasserstoff kann man wiederum transportieren. Und den Wasserstoff brauche ich. Also ich brauche die elektrische Energie zum Beispiel mit CO2 und kann damit entweder als Wasserstoff oder ich kann es als E-Fuel wiederum als Treibstoff herstellen. Also es gibt genügend Möglichkeiten oder alle Windkrafträder, die nicht drehen können, weil sie den Strom nicht wegbringen oder was auch immer, kann ich dort wunderbar Wasserstoff erzeugen oder ich kann eben die elektrische Energie verwenden und kann wiederum E-Fuels produzieren. Also es geht sicher, es wird, ich halte jede Wette darauf, es wird kommen, aber ich bin der Meinung, dass die Elektrifizierung einen so großen Kollateralschaden erzeugen wird inzwischen, der schwer wieder gut zu machen sein wird. Das Argument mit den Windrädern ist ein interessantes, weil nämlich dann der Wirkungsgrad untergeordnet ist, weil das Windrad würde ja sonst nicht laufen. Das stelle ich mir mit den Sonnenkollektoren. Wenn ich heute in eine Gegend gehe, wo es ja immer brennt und immer heiß ist, kann ich es nicht mit dem heutigen Treibstoff vergleichen. Das ist ja meines Erachtens der Urirrtum, dass ich immer sage, es ist unwirtschaftlich. Ja, ob das Radl sich dreht oder nicht dreht, es ist die Wirtschaftlichkeit sekundär dabei, sondern eher die Frage, was kann ich damit generieren? Und wenn ich elektrischen Strom wo generieren kann und kann damit etwas Positives machen, aber eben nicht dort, dann muss ich daraus entweder E-Fuel machen oder ich muss Wasserstoff machen. Wie wird es mit Fahrzeugen sein, die 2022 erst am Weg dazu sind, historisch zu werden? Jetzt haben wir gerade einmal nächstes Jahr einen Porsche 993, der 30 Jahre am Markt sein wird. Dann diskutieren wir über einen Dreiergolf zum Beispiel, solche Dinge. Was wird mit denen passieren? Zu viele hier. Auch hier, glaube ich, ist eins der Kriterien, wie groß ist die Stückzahl, wie groß ist die Rarität von diesen Autos. Und wenn Autos heute in 100.000er Packeln produziert werden, haben sie eine sehr geringe Chance, nachher wirklich wertvoll zu sein. Wobei, es gibt daneben die sogenannten Instant Classics. Das sind Fahrzeuge, die kommen auf den Markt und sind eigentlich schon Sammlungsobjekte, und schon fast als Klassiker betrachtet, wenn Sie halt nehmen, was weiß ich, einen GT3 RS oder ähnliches, wo es also ganz, ganz wenige gibt oder einen Rahn Ferrari oder einen Rahn Aston Martin oder was auch immer, die kommen auf den Markt und die sind schon ausverkauft, bevor sie am Markt überhaupt sind und die werden ähnlich wie ein Klassiker behandelt. Klassik in dem Fall von
nicht historisch, sondern klassisch, einfach ein tolles Design, eine tolle Performance, die verschwinden in Sammlungen, in Sammlerhänden und die werden mit großer Wahrscheinlichkeit ihren Wert behalten oder steigen, aber die breite Masse wird es nicht haben. Kann aus der Masse auch ein Sondermodell oder ein besonderes Modell entstehen, so wie ein Honda Civic Type A zum Beispiel, der auch nicht sehr häufig ist? Genau, wir sind wieder bei der Stückzahl. Die Stückzahl ist eins der Kriterien, aber witzigerweise, es gibt auch Autos, die in geringerer Stückzahl gebaut worden sind als ihre Kollegen und die einen schlechteren Preis haben. Nehmen wir her, Porsche 356 Karmann Hardtop. Das ist ein Auto, das bei Karmann gebaut worden ist. Das ist in deutlich geringerer Stückzahl gebaut, hat ein aufgelötetes, aufgeschweißtes Stahl-Hardtop. Das Problem war, Porsche konnte damals, Reuter konnte nicht genügend Karosserien bauen, Karmann hat auch Karosserien gebaut, aber eigentlich Cabrios. Und da hat man ein Stahl-Hardtop genommen und hat das aufgeschweißt. Daher sind auch viele Karmann nachher wieder zum Cabrio umgebaut worden, weil sie heute teurer sind. Und dieses Auto hat eine nicht so glückliche Form von der B-Säule, von der Scheiben etc. Das gibt es deutlich seltener als ein Reuter-Coupé, hat aber trotzdem einen viel schlechteren Preis. Also die Stückzahl allein ist kein Kriterium. Wie kam es dann, ich denke Ende der 90er war das, zum Ende Ihrer Tätigkeit als Restaurator und als Fahrzeugbauer? Ich bin krank geworden. Das ist relativ einfach. Ich habe 20 Jahre lang 80 Stunden die Woche gearbeitet, oft in 7 Tagen um die Welt geflogen, 14 Termine gehabt von Singapur bis New York etc. Es war geil. Aber es war natürlich Raubbau an meinem Körper. Und irgendwann hat er gesagt, ich mag nicht mehr. Habe ein paar Karzinome gekriegt, habe geschaut, dass ich sie wieder loswerde. Es hat mich weder der liebe Gott haben wollen, noch der Teufel. Bin beiden sehr dankbar und bin da geblieben. Aber es waren Entscheidungen zu fällen. Und eine der Entscheidungen, vielleicht noch ein kurzer Einschub, weil er brauchbar ist, glaube ich, als Botschaft. Ich habe alle möglichen Ärzte konsultiert, in dieser Geschichte, habe mich sehr intensiv damit beschäftigt. Als Techniker habe ich das als Herausforderung gesucht und gefunden, diese Herausforderung, nicht gern. Aber ich kam zu einem Arzt, der überhaupt nichts mit dem Fachbereich zu tun hatte und der hat sich das angehört und der hat dann gesagt, schau, stell dir vor, dein Leben ist wie ein Glasl und du tust eine schlechte Ernährung, schlechtes Denken, Rauchen, Trinken, Umwelt, Essen, was auch immer und irgendwann einmal reden sie über. Und das ist genau dir passiert. Der eine kriegt einen Herzinfarkt und der andere kriegt ein paar Karzinome. Es ist wurscht, was du änderst. Änder nur irgendwas, damit der Spiegel sinkt. Ja, das war für mich verständlich, habe ich kapiert. Ich habe gesagt, okay, ich muss was ändern. Was kannst du ändern? Na, meine Firma, die mich wunderbar beschäftigt, aber eigentlich aufgefressen hat. Und habe dann innerhalb eines Jahres meinen Betrieb niedergefahren, bin zu allen Kunden, schriftlich oder mündlich, oder auch hingegangen und gesagt, pass auf, liebe Leute. Und wir hatten damals, glaube ich, 10 Autos in Vollrestauration zugleich. Das ist sehr viel. Das war richtig viel. Und haben gesagt, liebe Leute, ich höre auf, ich bin krank. Ich weiß nicht, ob das gut geht, aber ich sage es euch jetzt, ich fahre die Firma nieder. Ja, und da, bis auf einen, der kurz gejammert hat, warum denn das passiert sein soll, haben alle wunderbar reagiert, aus der ganzen Welt, die gesagt haben, bitte mach mein Auto fertig, wenn es geht, off limits, egal wie lange es braucht, egal was es kostet. Meine Antwort war dann, hätte man das nicht früher sagen können. Jedenfalls, wir haben dann auch mit Hilfe meiner Mitarbeiter, für die ich fast alle einen Job beschafft habe, also ich habe sie nicht nur einfach entlassen, sondern ich habe für jeden einzelnen Mitarbeiter einen Job beschafft. A, weil sie mir sehr ans Herz gewachsen waren, aber B, auch, weil ich damit eine Möglichkeit hatte, den Prozess des Beenden des Restaurierens zu steuern. Weil es war mir klar, ich kann nicht alle fertig machen und ich kann auch nicht alle im Schrott zurückliefern, weil das Auto ist ja nichts mehr wert. Nämlich viel weniger wert als vorher. Katastrophe. Außerdem habe ich mich verpflichtet gesehen, meinen Kunden gegenüber. Und habe dann geschaut, dass für jeden Mitarbeiter ich einen Job beschaffe und habe dem dortigen Chef dann gesagt, du kriegst den. Aber erst, wenn ich sage. Das heißt, wir machen heute aus, ich weiß nicht, heute ist Dezember, wie es ungefähr ausschaut, im Mai kann der zu dir kommen. Und das hatte den enormen Vorteil, erstens, dass meine Leute alle sehr gut gefragt waren, lauter Spezialisten, man hat sie auch mir dazwischen doch immer wieder abgeworben. Aber der Mitarbeiter
hatte eine Perspektive und keine Angst mehr. So in dem konnte ich sagen, lieber Kollege, bitte sei lieb, hilf mir das noch fertig zu machen, so und so und so. Aber du hast nachher einen Job, du kannst schon alles ausmachen heute, was du verdienst und bla 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 bla, alles recht. Aber bitte bis zum 31. April bist du hier, um das fertig zu machen. Das hat wunderbar funktioniert. Und so haben wir also sukzessive über etwas mehr als ein Jahr dann die ganzen Restaurationen beenden können. Und ja, dann habe ich halt geschlossen. Und die Gesundheit ist heute wieder so, wie sie wünschenswert ist? Es geht mir besser als vorher. Es geht mir wunderbar. Das ist 20 Jahre her, also es ist ewig oder mehr sogar. Ich habe die grenzenlose Freiheit, arbeiten zu dürfen und nicht zu müssen. Auch dafür dem lieben Gott einen Dank. Es ist herrlich. Ich arbeite schon weniger als vorher. Aber ich arbeite halt auch noch, weiß ich nicht, 40, 50, 60 Stunden. Zeitweise komme ich mir sehr faul vor, aber es ist herrlich. Ich darf diese ganzen Dinge tun. Sie bringen mich nach wie vor mit vielen, vielen Kunden auf der ganzen Welt zusammen. Ich darf an Wettbewerben teilnehmen. Ich darf mich mit neuen Ideen spielen. Ich darf mich neu erfinden. Brauche nicht jammern. Ich habe jeden Fehler gemacht im Leben, den man machen kann. Ich glaube, ich kann auslassen. Klasse war's. Wie hat es da mit der Familie ausgeschaut in dieser Zeit, wo so das Arbeitspensum so hoch war? Ja, natürlich habe ich den Fehler gemacht, den wir alle tun, wenn wir einen Job lieben oder wenn wir glauben, dass wir unabkömmlich sind. Mit 80-Stunden-Wochen hat die Familie nicht sehr viel Platz. Ich habe meine Kinder viel zu wenig wachsen gesehen. Habe trotzdem versucht, so gut es ging, der Frau, den Kindern zur Verfügung zu stehen. Aber natürlich war es immer schlecht. Bin aber jetzt fast 40 Jahre verheiratet mit derselben Frau. Sie hat einen Orden verdient. Wir haben es alle Höhen und Tiefen durchgestanden, aber es war nicht immer einfach natürlich, vor allem, wo ich im Schnitt 3 Monate im Jahr unterwegs war. Wie ist aus Ihrer Sicht die Situation in Fachbetrieben oder mit Fachbetrieben für historische Fahrzeuge? Entstehen dann neue Betriebe, wachsen bestehende Betriebe, verschwinden Betriebe? Ich würde sagen, sowohl als auch. Aber wahrscheinlich verschwinden mehr als nachwachsen. Es kommen Junge, oft natürlich mit etwas optimistischen Vorstellungen, wie man sowas macht. Aber es fehlt die Erfahrung, es fehlen auch die Leute, die Wissen vermitteln. Ja, an den Schulen auch, oder am Wifi oder wo auch immer wird es kaum irgendwie gelehrt. Was den Nachteil hat, dass auch das Berufsbild des Autorestaurators das so nicht gibt. Es ist eine hochspezialisierte Geschichte, wo man sich schon intensiv damit beschäftigen muss. Und wenn die Ausbildung fehlt und auch das Image fehlt, das heißt, es gibt hier einen gewissen Druck hinein, und uns als Drittes der Markt davon geht, glaube ich nicht, dass es sehr viele Werkstätten mehr geben wird. Welche Herausforderungen sehen Sie dann in dieser Situation für den Rentbetrieb mit historischen Fahrzeugen? Ist eher eine Ausnahme wahrscheinlich. Es wird wie fast alles sich auf den geschützten Bereich zurückziehen. Und daher, wenn Sie halt anschauen, Histocup und ähnliche Dinge, Goodwood oder wo immer man hingeht, ein irrsinniger Zuzug. Das heißt, ich glaube, es wird sich die Fahrerei von ich fahre einen Oldtimer auf der Straße verlagern zu ich fahre einen Oldtimer auf der Rennstrecke oder bei Veranstaltungen. Wenn Sie heute hernehmen, ob das eine Enster Classic ist oder andere, die haben in der Regel einen großen Zuzug. Freilich kämpfen sie auch immer wieder. Aber Histocup ist, glaube ich, so viel wie noch nie. In Deutschland kommen immer mehr und mehr historische 24-Stunden-Rennen etc. Also dort geht auch sehr, sehr viel Geld hin und dort geht auch sehr viel Know-how hin. Weniger bei uns, also in Deutschland, wo der Markt wahrscheinlich 20-mal so groß ist wie bei uns. Aber ich glaube, dass dort in Zukunft auch viel länger, als man sonst glauben würde, historische Autos bewegt werden. Wie ist da die Situation dann für die Instandhaltung oder die Reparatur, wenn die Fachbetriebe weniger werden? Naja, wenn der spezialisiert ist auf Rennautos, dann macht er nur Rennautos. Und es ist ja auch so, dass eine korrekte Restauration oder Instandsetzung eines historischen Autos was anderes ist als beim Rennauto. Beim Rennauto wird gedürkt auf Teufel komm raus. Und da wird gemacht, was irgendwie nur eine geht. Der Vorteil ist natürlich für den Schummler, dass sehr viel nicht transparent ist oder aufgemacht wird, oder natürlich gibt es immer wieder Proteste etc., aber in der Regel
Wir wissen ziemlich genau, wer wie dürkt, aber das fängt ja schon an, eben bei Veranstaltungen wie der Enstar Classic zum Beispiel, wo elektronisch irgendwas gemacht wird und du fährst dann mechanisch und bist immer im Nachteil von vornherein und du weißt schon, dass die Leute dürken auf Teufel komm raus oder sich ein Vorkriegsauto bauen, das plötzlich moderne Stoßdämpfer drinnen hat, eine moderne Lenkung drinnen hat und also alles modern fährt und du fährst mit deiner Kraxen gegen sowas und hast eigentlich kein Leiberl. Also im Rennsport wird betakelt von vorn bis hinten. Ist das aber schon länger so? War ja immer so. Kann es aus Ihrer Sicht einen Rennsport geben ohne Verbrennungsmotor in Zukunft? Also beim Oldtimer wird es schwierig. Wobei, ich bin durchaus Verfechter, einen Oldtimer mit Elektromotor zu bauen. Sagen wir, ich habe das Original, ich habe das originale Auto und habe den originalen Motor. Und bevor ich nicht mehr fahren kann damit, sage ich, baue einen Elektromotor ein. Den originalen Motor behalte ich mir und habe einen Elektromotor, mit dem ich halt 200, 300 Kilometer fahren kann etc. Das hat was. Außerdem eine unheimliche Performance, die du ja nie zusammenbringst mit einem normalen Auto und auch hier natürlich relativ selten genutzt etc. Nur, wenn ich mal den Rennsport hernehme und ich nehme mir, ich weiß nicht, einen Histocup her, denke ich mir, wie soll ich die Motoren antreiben, wenn nicht mit einem in der Regel Benzintreibstoff oder ähnlichen. Außer wir sind wiederum da, dass wir eben ein Alternativ haben, also einen künstlichen Treibstoff, wie immer der heißt, der nicht umweltschädlich sein sollte. Vor allem, wenn ich denke, dass man ja heute durch Verwendung von Strom und Rückgewinnung von CO2 wieder einen Treibstoff herstellen, dann wird es zwar nicht weniger, die Argumentation kann sein, okay, ziehen wir den CO2 heraus und versuchen, CO2 nicht mehr in den Umlauf zu bringen, aber besser ist es neutral als andersherum. Das heißt, könnte es auch sein, dass es eine Trennung gibt zwischen Rennsport mit aktuellen Fahrzeugen ohne Verbrennungsmotor und dem mit historischen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor? Ja, das glaube ich schon. Es werden sich Klassen raufen. Aber so wie immer werden die Funktionäre da irgendetwas finden, wer wo fahren darf. Und die fahren, werden bescheißen wie immer. Also das liegt in der Natur des Rennsports. Sie waren am Beginn bei der Entstehung des ersten Mercedes oder Buch G dabei. Wie schaut das aus mit dem jetzigen Modell? Mit dem G. Mit dem G, was fällt Ihnen dazu ein? Ambivalent. Auf der einen Seite sehe ich sie, diese Riesenschiffe, SUV heißen sie, glaube ich, sind Dinosaurier. G ist ausverkauft auf Jahre hinaus. Es gibt einen Riesenbedarf. Mercedes macht ja alles richtig dabei, jetzt aus der Verkaufsseite heraus. Auf der anderen Seite denke ich mir, diese Autos sind aus der Zeit gefallen. Wie aber wahrscheinlich 9 von 10 amerikanischen Pendants auch so. Und wenn ich halt, ich weiß nicht, einen Q7 anschaue oder irgendwas in der Liga, denke ich mir, wozu brauchen wir das? Nur, weil ich es verkaufen kann. Also ich glaube, dass wir hier umdenken müssen, früher oder später. Das ist überhaupt ein Thema, mit dem ich mich zunehmend mehr beschäftige, dass ich der Meinung bin, dass wir uns heute unterhalten über Klimaerwärmung und Climate Change etc., hat seine Berechtigung. Auf der anderen Seite, wenn Sie in Österreich 0 Emissionen erzeugen, ändert das, glaube ich, was an der zweiten Kommastelle hinterm Null. Also gar nichts. Das ist natürlich richtig. Denken aber alle so, in allen Ländern der Welt haben wir erst wieder keine Änderung. Natürlich. Man kann versuchen, mit einer gewissen moralischen Notwendigkeit zu reden. Aber was mich viel mehr interessiert, weil ich zutiefst überzeugt bin davon, dass wir es nicht aufhalten können. Wir können es. Es ist nur die Frage, wie heiß wird es? Und das ist auch das nächste Buch, an dem ich schon arbeite, ist, was kommt danach? Wie geht es uns? Wie werden wir leben? Weil es wird passieren. Also das Gleiche ist mit dem Buch G, also hier, oder Mercedes G in dem Fall. Ich bin der Meinung, es ist aus der Zeit gefallen. Er verkauft sich gut, ist ein Monster. Auf der anderen Seite habe ich das mit irgendjemandem einmal diskutiert und der schaut mir an und sagt, du bist mitschuld. Weil du hast die ersten Buch G aufgemarschelt. Du hast im Prinzip das vorgehupft, was dann die Werke gemacht haben. Vorher haben wir als ein paar Aufmotzer, Aufmarschler oder wie auch immer
das getan, weil es einen Bedarf gegeben hat und jetzt haben es die Werke übernommen, die machen es halt nur besser und größer, aber eigentlich bist du mitschuld an diesem Markt. Also mein Zugang ist da etwas ambivalent. Aber die Person hatte nicht ganz Unrecht damit. Vollkommen recht. Darum sage ich, es zerreißt mich ein bisschen in dieser Frage. Ich fühle mich mitschuldig, wenngleich mein Beitrag ungefähr so war wie Österreich bei den Abgasen in der Welt. Mein Beitrag war nicht so groß, aber ich habe natürlich dieses Spiel mitgespielt, wie bei allem. Ich würde mir keinen neuen Mercedes G kaufen, um diese Frage zu beantworten. Es scheint ja mehr straßenorientiert zu sein, als es das ursprüngliche Modell war. Die Autos haben immer, also der G hat immer viel mehr können als die Fahrer. Und auch damals schon, wie wir die ersten Sachen gemacht haben, weißt du, Geländewagen-Europameisterschaft und weiß Gott wo, da sind wir Dinger gefahren, wo du nicht glaubst, dass das gehen kannst und du kannst mit dem Ding drüber fahren. Also die Fähigkeiten dieses Autos sind viel höher. Beim Rennsport würde man so sagen, wenn einer aus der Kurve fliegt, zuerst ist mir das Talent ausgegangen und dann die Straßen. Und so ähnlich ist es beim Buch G. Wir haben viel weniger Talent, als das Auto kann. Das kann in der Wüste, im Schlechtweg etc. fahren. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben ein Auto um 150.000 oder 200.000 Euro, der Lack spiegelt und glänzt etc. Und Sie wissen, wenn Sie am schlechten Weg fahren, kommt der Standerl auf und zerkratzt irgendwas. Das tun Sie nicht. Außer Sie fahren in der Wüste, weil es ihnen wurscht ist, und wenn sie einen Kratzer haben, haben es drei andere G, die schon dort warten in der gleichen Farbe. Es gibt ja urbane Regionen wie Moskau zum Beispiel, wo die Dichte an Mercedes G oder Buch G-Modellen viel höher ist als in irgendwelchen alpinen Gegenden. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich hier in Graz oder auch irgendwo sonst in Österreich vor einer Volksschule stehe, dass wir im tiefsten Himalaya sind, wo alle nur mehr vom Gebirge runterkommen, jeder kommt mit seinem Riesensuff daher und ich weiß, ein Turbo da 500 PS und die Damen gehen dann zum Mittag auf den Kaiser-Josef-Platz mit einem Jute-Sackerl grün einkaufen. Verstehen Sie? Wir haben diesen absoluten Widerspruch, dass wir eine Vergewaltigung von Fahrzeugen und deren Können heute eine Nutzung zugeführt haben, die etwas komplett anderes ist, als das, wofür sie ursprünglich gedacht waren. So, also nach dem Plädoyer werde ich viele negative Stimmen bekommen. Kein Problem, ich stehe dazu. Kommen wir nun zu meinen 5 Abschlussfragen. Wenn es ein Fahrzeug gibt, dass Sie verstecken müssten aufgrund von irgendwelchen äußeren Zwängen, um es ein paar Jahre später vielleicht wieder zu benutzen. Was wäre das? Vielleicht ein Trabi, weil mir alle auslachen täten damit. Welches Fahrzeug hätten Sie gerne, nachdem es verkauft wurde? Ich hatte einen 356A Coupé, den ich für mich so für halbprofessionelle Renneinsätze hergerichtet habe, straßentauglich. Den habe ich verkauft, das Vorführfahrzeug, und der ist dann abgebrannt, aber nur zur Hälfte. Und ich habe die Gelegenheit nicht wahrnehmen können, weil ich das Geld nicht hatte, ihn zurückzukaufen. Das hat ihn ein anderer zurückgekauft. Und jeder, der mit diesem Auto gefahren ist, und jetzt wieder vorige Woche habe ich einen getroffen, weil der vorige Eigentümer hat ihn immer wieder mal verborgt, hat gesagt, das ist der beste 356, mit dem er je gefahren ist. Ja, und das Auto tut mir besonders leid. Gibt es irgendeine Strecke, die Ihnen besonders liegt? Sei es jetzt im freien Land oder Rennstrecke? Ja, über die Pack. Um 2 in der Früh. Trocken, halbwegs warm. Ich allein auf der Straße. Welche Richtung ist egal? Beide. Beide. Sind beide gut, ja? Ja. Richtung Kärnten ist schneller als zurück. Gibt es irgendeine Rennserie, die interessant wäre, noch daran teilzunehmen, wenn das Budget völlig egal wäre für Sie? Histocup. Habe ich immer wieder überlegt, aber habe es nie gemacht, aber nie ein Auto gehabt dafür. Oder eben Dinge, es gibt zum Beispiel einen Cup für 911er Porsche, die haben 2 Liter Motoren, 110 PS offiziell, die meisten haben so 220 ungefähr. Das wäre der Gaudi mitzufahren, aber das kostet schon richtig Geld, da steckst du also auch als Amateur gleich mal 100, 200.000 Euro im Jahr hinein. Nein, wird es nicht sein, aber tät ich gern. Gibt es irgendjemanden, bei dem oder bei der Sie gerne mitfahren würden? Einer der für mich allerbesten Rennfahrer, die es nie gezeigt, sie haben es schon immer wieder einmal gezeigt, war Gijs van Lennep. Gijs van Lennep hat mit Helmut Marko gemeinsam gewonnen, Le Mans. Und der Gijs fährt so, wie ich mir spitzenmäßiges Fahren vorstelle, auch heute noch, und er ist knapp 80. Ich habe viel mit ihm zu tun gehabt, weil ich bei der Mille Miglia ein Team organisiert habe mit 5 Porsche Spyder. Lauter Celebrities drinnen gehabt und Royals und sonstiges. Und der Gijs fährt mit 2 Fingern.
Jan Lammers zum Beispiel hatte ich auch im Team, der fährt wie ein Berserker. Und der Kais ist ein Autoflüsterer. Und so stelle ich mir Rennfahren vor. Nämlich das Material nie bis an die Grenze der Belastbarkeit, immer mit einer gewissen Reserve, aber doch schon jenseits von Gut und Böse für den Normalsterblichen zu fahren. Und das ist genau dieser Fahrstil, der mir am besten liegt. Es wird auch größtenteils dem Walter Röhrl nachgesagt, so ähnlich. Walter Röhrl war immer wieder bei mir, toller Kerl. Und ich habe ihn immer wieder gebeten, meine restaurierten Autos Probe zu fahren. Und wir haben eine Strecke gehabt, wo wir da hinausgefahren sind. Und wenn ich neben dem Walter sitze, ist das immer so im Vergleich vielleicht, wenn Sie Hänschen klein am Klavier spielen können und das aber Ihr Limit ist. Das können Sie gut. Und dann spielt einer einen Chopin neben Ihnen. Sie wissen erst, was Sie alles nicht können. Also wenn es da Kurven gibt, wo ich weiß nicht, bei 100 Meter gebremst habe, hat er dann dort auf den nächsthöheren Gang geschaltet. Ist unfassbar. Und du fährst auf die Kurve zu und sagst, es geht nicht. Weil ich weiß, dass es nicht geht. Es geht. Vielleicht einer, der mir eines der wichtigsten Dinge beim Fahren eines Rennfahrzeuges verklickert hat, war der Manfred Stohl, bitte Rallye-Weltmeister. Übrigens, der Andi Aigner ist ein Andi Aigner darf man nicht vergessen, ein hervorragender Fahrer. Ich fahre auch sehr gerne mit ihm und er ist einer der wenigen Furchtlosen, der sich neben mir hinsetzt, wenn man irgendwo fährt. Was macht der Andi Aigner heute? Der Andi ist der Fahrleiter im ÖMTC in Kalwank. Macht das da? Ich glaube, Kalwank heißt es. Jedenfalls, ich bin auch immer wieder mal bei ihm, um ein bisschen zu trainieren. Und der Andi ist ein hervorragender, wirklich auch Kreis van Lennep-Typ, sehr mit zwei Fingern. Aber was ich wollte, Manfred Stoll, auch bei irgendeiner Fahrerei, und der hat gesagt, das Allerwichtigste, was ich dir mitgebe, wenn du ein Auto schnell bewegen willst, ist, du musst immer daran glauben. Wurscht, wie schnell du in eine Kurve hineinfährst. Wenn du daran glaubst, dass du wieder rauskommst, wirst du es schaffen. Weil dein Unterbewusstsein viel mehr kann als du. Und so wie du weißt, es geht dir nicht aus, fliegst du aus. Und das kann man vielleicht so als Lebensweisheit nehmen. Es wird alles passieren, was du dir vorstellst. Das Positive und das Negative. Also stell dir das Richtige vor. Das ist ein wunderbarer Schlusswort, Richard Kahn. Ich danke vielmals für die Zeit. Ich danke auch für den Besuch und für die Aufzeichnung. Ich hoffe, sie wird nicht so langweilig werden, weil sie so lang geworden ist. Na, überhaupt nicht. Sie ist weder lang noch langweilig. Vielen Dank. Ich danke auch. Das war der zweite und letzte Teil des Podcasts mit Richard Kahn, dem renommierten Oldtimer-Experten, Vortragenden und Buchautor. Den Podcast mit Richard Kahn gibt's wie alle anderen Podcasts von Nix Geschenkt auf den gängigen Podcast-Kanälen wie Google, Amazon, Spotify, Audible, iTunes und natürlich auch auf YouTube. Neuigkeiten zum Podcast erfahrt ihr regelmäßig auf Instagram und Facebook, einfach unter Nix Geschenkt. Am einfachsten ist's für euch, wenn ihr Nix Geschenkt abonniert oder folgt. In der Zwischenzeit, seid lieb zueinander, habt Spaß mit euren Fahrzeugen und passt auf euch auf. Euer Herbert Huber. Nix Geschenkt, der Podcast. Alles weitere auf Facebook unter Nix Geschenkt.